Okay, dann gehen wir jetzt hier in diese Richtung. Eine Lederkappe. Ja, Magietränke habe ich auch größtenteils verkauft, weil, wie gesagt, momentan können wir ja noch nicht so viel mit denen anfangen. Genau, Todesritter, stell dich in die erste Reihe und mach sie nieder. Ares kann ganz schön viel tragen. Das sollte ich vielleicht lieber nicht zu laut sagen, sonst sagt er gleich wieder, ich bin überladen. Habe ich vorhin eigentlich Obst mitgenommen? Ich glaube schon. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ein Rüstungsständer. Ein schwarzer Hut. Ja, das können wir für unser Tutamun-Cosplay sehr gut gebrauchen. Der hat ja auch so einen schwarzen Hut getragen. Ein Brot. Okay. Na, die Tränke, die sehen mir gesünder aus. Leuchtend blaue und leuchtend gelbe Flüssigkeiten im Vergleich zu Brot. So muss das natürlich sein. Ja, wo ich jetzt war, unterwegs, dienstlich, da gab es immer nach jedem Mittagessen und nach jedem Abendessen, also es gab zweimal warme Mahlzeit. Finde ich ja an sich eigentlich ganz nett. Gab es aber so richtig, so quietschsüßen Sahnekuchen in solchen richtig leuchtenden Farben. Das war schon ein bisschen gruselig. Also da hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn man jetzt das Licht ausmacht, dann fangen die bestimmt an zu leuchten oder so. Okay, jetzt habe ich dir die Pfeile gegeben. Naja, ist egal. Nee, aber du sollst trotzdem wieder hier den Hauptmann machen. Ja, der hat auch nichts fallen lassen. Okay. So, dann laufen wir jetzt wieder zurück in diese Richtung. Okay, nichts? Na gut, dann nicht. Aber du vielleicht. Du hast doch bestimmt was bei dir. Was war das denn? Nein. Ja. Ach Leute, so kann ich doch nicht arbeiten. Das ist schon besser. War ich hier schon drin? Ja. Da war bestimmt Obst drin oder sowas. Ja. Irgendwie hat er gerade ein bisschen zu tun. Er ruckelt gerade ein bisschen. Oh, ein kleines süßes Drachenskelett. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wo muss ich denn hin? Ah, okay. Na gut, dann machen wir als nächstes den Raum und dann laufen wir in die Richtung und dann ist der Dungeon auch hoffentlich in die Richtung. Ja, der ist nicht mehr so weit, man sieht es ja hier an der Kante. Okay. Und dann haben wir die Etage dann auch schon geschafft. Ja, Todesritter, du kannst auch gerne einen Umweg gehen. Niemand hindert dich daran. Würde mich ja schon mal interessieren, was das überhaupt für eine Rasse ist. Also ich meine, kann jede Rasse quasi Todesritter werden oder sind das irgendwelche Art von Dämonen oder so? Ja, wieder etwas, was wir über diese Welt noch nicht wissen. Mittlerer Heiltrank. Hey, die Fallen nimmst du mal bitte noch mit. Oh nein. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Nee, das war falsch. Und so, Aris, dann lass doch mal alles fallen, was du nicht gebrauchen kannst. Ja, ist ein bisschen umständlich. Vor allen Dingen muss man das dann ja wieder alles zurückschaufeln, wenn man handeln will, weil das Skelett selber kann halt nicht handeln. Ist irgendwie logisch, ne? Luftpfeil. Kannst du den nicht. Magst du den nicht dorthin? Danke. Oh Mann. So viel ist das Zeug auch eigentlich gar nicht wert. Also zumindest diese Keulen da. So, das haben wir leergeräumt. Naja, gut, die Pflanzen, das lassen wir jetzt erstmal. Und dieses komische Fallenzubehör. So, Skelett, bedien dich.
Ich stelle mir das gerade so vor, dieses Skelett, wenn es den Hut aufsetzen würde, das wäre so cool. Kannst du das? Nee, es hat eine Lederkappe auf, aber das können wir ja ändern. Oh, das finde ich gerade sehr cool. Ja, der ist halt leider nicht so gut, ne? Aber ich will es einfach mal machen. Oh, es sieht so toll aus. Oh, cool. Ja, so gefällt's mir. Schick, schick. Sehr cool. Gut. Ja, dann kannst du auch leider schon wieder verschwinden. Tut mir leid. Okay. Rüstungsständer enthält nichts. Hat sich irgendjemand verbarrikadiert? Oh Gott sei Dank, wie Gold nichts. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich das toll finde. Ah, da war's weg. Naja. Unser kleines, tragbares Inventar. So. Ne? Da bist du neidisch, dass unser Skelett so einen tollen Fashion-Hut hat und du nicht. Okay. Na. Hier wird alles mitgenommen und wehe, wenn nicht. Ja gut, die Elfflasche vielleicht nicht. Wir haben ja schon ein bisschen Bier, glaube ich, in unserem Inventar gehabt. Oder ich habe es rausgepackt, ich weiß es nicht. So. Eine kleine Truhe und noch ein paar Fässer. Okay, mittlerer Erneuerungstrank. So, 88 Gold. Ja, wir können auch mal gucken, wie viel Gold wir jetzt eigentlich schon haben. Wir müssen ja schon wieder ordentlich was zusammengesammelt haben. Ich habe zwar eine ganze Menge ausgegeben, ja, 2000. Das ist nämlich gar nicht so viel. Na. Ach, Ares gibt so komische Laute von sich, wenn er getroffen wird. So ist das also. Okay. Ach so, ja, genau. Du warst ja so einer. Ja, freut mich auch, dich kennenzulernen. Ja, irgendwie halte ich mich jetzt gar nicht mehr an. Ja, das war meine Stimme. Toll. Das heißt, ich muss wahrscheinlich bald Schluss machen, weil ich das sonst nicht mehr durchhalte. Ich sag schon gar nicht mehr so viel. Aber, naja. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Hm, toll. Ach ja, ich halte mich gar nicht mehr an mein Prinzip, wollte ich sagen. Mit diesem von links nach rechts. Okay, Moment mal. Okay, und es kann weitergehen. Also die Etage will ich jetzt wirklich schon noch ganz gerne schaffen. Und irgendwas hier drin? Nein. Was war das denn? Okay. Ah, hier waren wir schon. Na gut, dann gucken wir uns diesen Raum hier an. Na. Eine Flasche braucht man nicht. Flasche. Oder kann man da drin Tränke brauen? Ich weiß es nicht. Aber sieht eigentlich nicht so aus wie so eine Trankflasche. So viel Zeug wieder. Unglaublich. Kurzschwert. Normaler Pfeil. Kleiner Heiltrank. Kurzschwert. Ja, du wolltest es nicht anders. Gib's zu.
So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Oh. Oh. Nee, da geht ja doch noch ganz schön ein Stückchen weiter in den Norden. Och, nö. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder lang und dann, naja, so etwa. Okay, Luft rein, Luft ist rein. Gut. Dann plündern wir alles. Na, du sollst nicht das Fass wieder zumachen. Ist eh total egal. Wenn man sich mal anguckt, wie es hier aussieht. Stellt euch mal vor, ihr hättet irgendwie einen Putzfilm und würdet in so einen Dungeon reingehen. Das würde eine ganze Weile dauern. Aber hier waren wir schon, oder? Ja. Aber hier waren wir noch nicht. Das sieht alles gleich aus. So schlimm. Oh, da war noch ein Trank versteckt. Nee, braucht man nicht. Los, auf ihn. Wow. Echt unglaublich. Genau, von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Genau, hier ist der Eingang. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal lerne mit den Fallen, aber ich kann es zumindest erstmal noch verkaufen. Solange wie wir noch nicht in Gold schwimmen, kann das nicht schaden. Ah, okay, jetzt kommen wir hier außen rum. Wir sehen hier einige merkwürdige, deformierte Leichen. Ich glaube, einer davon ist ein Ranar, aber das andere... Oh, Lederbeinschienen, unsere ersten Lederbeinschienen und wir sind überladen. Okay, wie gehabt. Achso, das ist Ares Inventar. So. Nein. Weg damit, weg damit, weg damit. Selbst wenn das zu schwer ist für das Skelett, ist es eigentlich total egal, oder? Dann bewegt es sich halt nicht. Was soll's? Es ist halt nur wirklich ein bisschen anstrengend, das immer hin und her zu schaufeln. So. Und unser Todesritter, der hat doch auch noch ein bisschen was eingesammelt, oder? Ah, nicht wirklich. Da ist die Ölflasche. Okay. So, na dann, du darfst. Oh, es sieht wirklich so toll aus. Ja, jetzt ist er auch überladen. Aber das juckt uns nicht weiter. Ja. Ausspaltender Pfeil. Ausgezeichnete Schärpe. Jetzt geht's aber hier los. Aufspaltender Pfeil. Stichwaffen 15 bis 34. 5 bis 12. Ach so. Na gut. Achso, er bewegt sich jetzt gar nicht mehr. Das heißt, er bleibt jetzt da stehen, bis er besiegt wird. Na gut. Oder bis wir eben hier die Karte wechseln. Wir können gerne ein paar Skelette zu dir locken, so ist das nicht. Huch, okay. Apropos. Aber eigentlich bist du noch gar nicht dran, also dränge dich mal nicht vor. Ah, jetzt ist es verschwunden. Okay, es ist doch auch auf irgendeine Art und Weise zeitlich begrenzt.
Erstmal seid ihr hier dran. Na, freut ihr euch? Ihr feiert doch hier bestimmt gerade eine Party. Ja, für jeden einen. Das ist nur fair. Ah, ein Buch. Rezept. Chaos-Kekse. Beeindrucken Sie Ihre Freunde vom Schwarzen Ring, indem Sie diese leckere Gaumenfreude bei Ihrem nächsten Treffen präsentieren. Zutaten: 350 Gramm backfertiges Mehl, 115 Gramm Zucker, 100 Gramm Schokotröpfchen, 225 Gramm Riesenfroschbutter, 2 Eier mit getrenntem Eiweiß und Eigelb, Hühnereier sind am besten, 50 Gramm gehackte Mandeln und etwas Milch. Mischen Sie die Riesenfroschbutter und den Zucker, bis Sie eine weiche Masse haben. Geben Sie das Eigelb, das Mehl, Schokotröpfchen und etwas Milch hinzu und rühren Sie, bis Sie einen festen Teig haben, erhalten. Legen Sie diesen in eine Schüssel und lassen Sie ihn in einem Bach oder einem Fluss eine kurze Zeit abkühlen. Vorsicht vor Imp-Dieben. Schmieren Sie ein Blech mit etwas Riesenfroschbutter ein und rollen Sie danach den Teig aus. Stechen Sie nun die Formen nach Wunsch aus. Dolche, umgedrehte Kreuze und Pentagramme sind sehr beliebt unter den Mitgliedern des Schwarzen Rings. Umgedrehte Kreuze, ja toll. Schlagen Sie das Eiweiß kurz auf, streichen Sie es über die Kekse und streuen Sie zum Schluss die Mandeln darüber. Legen Sie die Kekse und das Blech und backen auf das Blech und backen Sie sie auf mittelheißer Kohle für ungefähr 10 bis 15 Minuten. Das klingt in der Tat gar nicht so schlecht. Das klingt tatsächlich so, als könnte man es nachmachen. Also ohne Riesenfroschbutter, versteht sich. Aber ansonsten klingt nach einem Standardrezept für normale Plätzchen. Muss ich mal ausprobieren. Dann beeindrucke ich meine Freunde vom Ring des Chaos. Ob man da auch irgendwelche Mettler nehmen kann. Vielleicht ist das in dem Zusammenhang. Vielleicht kann man das da so ein bisschen gleichsetzen. Die freuen sich bestimmt auch über Pentagramme und umgedrehte Kreuze. Naja, nee, ist natürlich Klischee. Ist natürlich Quatsch. Aber ich glaube, sie würden sich tatsächlich über Thors Hammer freuen oder sowas. Ich stelle mir das gerade vor, Kekse in dieser Form. Mann, Mann, Mann.